Diss-Tracks schlagen meistens sehr große Wellen. Tracks wie Das Urteil, Fanpost, Nur noch Asche oder Leben und Tod des Kenneth Glöckler sind ein prägender Bestandteil der Deutschrap-Geschichte und gehören wahrscheinlich auch zu den bekanntesten Tracks der jeweiligen Rapper. Dass ein Diss-Track aber auch komplett nach hinten losgehen kann, haben wir bei John Webber gesehen. Der Track wurde so in Grund und Boden gehatet, dass YouTuber und Streamer sich bis heute noch über den Track lustig machen, selbst die Reuploads vom Diss-Track ein grauenhaftes Like-Dislike-Verhältnis haben und selbst die internationale Reaction-Gemeinschaft auf dieses Debakel aufmerksam wurde. Man, I'm gonna break my monitor, I swear! Doch wie genau kam es zu dem Debakel? John Webber und San Diego lernten sich in den frühen 2000ern kennen und wurden schnell beste Freunde. 2008 gründeten die beiden das Label Money Rain Entertainment und brachten auch direkt ihr erstes Tape raus, zu 90% auf Russisch. Danach switchten die beiden aber komplett auf Deutschrap und konnten auch gut auf sich aufmerksam machen. Denn John Webber und San Diego waren damals quasi die Autotune-Pioniere. Autotune war damals noch was Neues im Rap und auch eher verrufen, ganz anders als heute. Zwar wurden sie für ihren Autotune-Einsatz von einigen gehatet, dennoch konnten sich die zwei eine treue Fanbase aufbauen und auch mit einem Kollegen connecten. So waren beide dann auch auf dem Track Millionaires Club zu hören und San Diego durfte sogar mehrfach auf Kollegas Album Boss Aura ran. Hier schien San Diego starken Einfluss auf den übergreifenden Sound des Albums gehabt zu haben, was zu gemischter Resonanz führte. Julians Blog zerriss San Diego vor einem Millionenpublikum in seiner Rap-Analyse und Labelchef Elvi war entsetzt von Sunnys Einflüssen auf Kollegas Sound und legte bewusst einen Keil zwischen die beiden. Zudem fand Kollega heraus, dass Sunny den Des Talks-Kanal immer noch nicht abonniert hatte, was natürlich einen Riesenstreit entfachte. Seid also nicht wie San Diego damals und abonniert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Aber kommen wir zurück zum Video. Es ist schwierig in Worte zu fassen, wie am Arsch San Diegos Karriere damals war. San Diego wurde von allen Seiten in Grund und Boden gehatet. Wahrscheinlich war er sogar der meistgehatetste Rapper im Jahr 2012. Doch Julians Block, der mit seinen Rap-Analysen die Hauptverantwortung für den Hate trug, reichte Sunny die Hand. Denn durch die Hate-Welle gegen San Diego ist Julian bewusst geworden, wie groß sein Einfluss als größter Meinungsmacher Deutschlands war. Die beiden vertrugen sich hinter den Kulissen und Sunny half Julian bei seinem Debütalbum. Irgendwann kamen die beiden dann auch auf die SpongeBoss-Idee und so kam es 2013 dann zur Teilnahme am Julians Block Battle, dem Battle-Rap-Turnier von Julian. Ich denke, ich brauche euch nicht zu erzählen, was für einen immensen Hype die Quali von SpongeBoss ausgelöst hat. Gefühlt jeder fragte sich damals, wer unter der Maske steckt und direkt kam die San Diego-Theorie auf. Allerdings blieb die Theorie vorerst eine Theorie ohne Beweise. Während sich Sunny dann also im SpongeBob-Kostüm durch das JBB battelte und der Hype immer größer wurde, war er als San Diego immer weniger auf dem Money Rain-Kanal zu sehen. John Webber holte sich Yuri ran, mit dem er 2014 dann auch ein Collabo-Album rausbringen sollte. Die Abwesenheit San Diegos stärkte natürlich die Gerüchte, dass sich San Diego unter dem Schwammkostüm verbirgt, doch John Webber und Yuri deckten Sunny vorerst. In einem Interview aus dem Jahr 2014, das leider nicht mehr online ist, versichern Yuri und Webber, dass San Diego nicht SpongeBoss ist und machen sich sogar noch über den Schwamm lustig. Zudem wissen wir heute, dass John Webber unter dem Patrick Bang-Kostüm in den Videos steckte. SpongeBoss wurde schließlich King im JBB 2013 und zerstörte Gio im 2014er King-Finale mit einem 30-minütigen Diss, der Gios Karriere zeitweise etwas ins Wanken bringen sollte. Nice. Nur einen Tag nach der zerberstenden King-Finalrunde brachten Yuri und John Webber den Track Money Rain Empire 2.0 raus, in dem San Diego überraschenderweise als Feature zu hören, aber nicht zu sehen war. Ein bis heute legendärer Rap-Part von San Diego, in dem er aber sein Karriereende verkündete. San Diego entschied sich also, Money Rain hinter sich zu lassen und vorerst ausschließlich als SpongeBoss weiterzumachen. Und das mit Erfolg. SpongeBoss Debütalbum ging auf die 1, während es sehr ruhig um John Webber wurde. Irgendwann um diese Zeit muss es auch zum Bruch zwischen den beiden gekommen sein. Anfang 2015 zeigte Julian nämlich in einer Bonus-Battle-Analyse klar seine Antipathie gegenüber John Webber und John Webber selbst bundelte wieder mit Kollege an. Vielmehr bekam man von John Webber 2015 aber nicht wirklich mit. Auf seiner AskFM-Seite gab er aber Ende des Jahres bekannt, dass er für 2016 zwei große Projekte geplant hatte. Ein Soloalbum und ein Geheimprojekt. Was dieses Geheimprojekt war, sollten Fans schon bald herausfinden. Doch das Jahr 2016 startete zunächst mit der Julians Music Cypher, ein Turnier, in dem Rapper mit normaler Musik statt Battle Rap gegeneinander antraten.
Mit von der Partie war auch Yuri, der sich mittlerweile von John Webber und Money Rain getrennt hatte. Im Laufe des Turniers kristallisierte sich heraus, dass Yuri und drei weitere Künstler SpongeBob's Label BBM beitreten sollen. Das Ganze wurde aus Promosicht extrem gut aufgezogen und es entstand ein ziemlich großer Hype um die BBM-Jungs. Auch wenn SpongeBob und BBM immens gehypt waren, gab es immer noch einige Gegner des Camps. Viele Fans waren sich immer noch sicher, dass das JBB 2013 ein abgekartetes Spiel war und Julien und Sunny von Anfang an unter einer Decke steckten. Daher kam dann die Theorie einiger Fans, dass die BBM-Jungs künstlich durchs Turnier geschleust werden sollen, indem Julien seine junge Zuschauerschaft in den Analysen leicht manipuliert. Zudem war das Geheimnis um SpongeBobs wahre Identität ja auch noch nicht gelüftet. Und genau hier kommt John Webber ins Spiel. John Webber könnte durch die gemeinsame Historie mit Sunny handfeste Beweise für die Enthüllung von SpongeBob und Zusammenarbeit zwischen Julien und Sunny liefern und damit das Kartenhaus von Julien komplett zusammenbrechen lassen. Aber Der Track hat so gut wie alles falsch gemacht, was man falsch machen könnte. Der Diss-Track startet erstmal mit einem 3-minütigen Intro mit der langweiligsten Konversation ever. Der einzige Grund, warum man bei dem Intro nicht schon einschläft, ist der Fremdscham, der durch die unangenehm gestellte Konversation ausgelöst wird. Zudem sieht John Webber so aus, als würde er sich vor Angst gleich in die Hose machen, während Robbie Banks eher so aussieht, als würde er lieber seinen Fans einen 2-Euro-Rucksack als Boxinhalt des Jahres verkaufen. Nach 3,5 Minuten Prolog, in dem so gut wie gar nichts passiert, werden dann drei Dudes aus dem Transporter geladen. Der eine wird auf einen Stuhl gesetzt und der Sack wird vom Gesicht gezogen und jeder denkt sich so, damn, was macht jetzt dieser A-Team-Video, bis man dann rafft, dass das eigentlich ein Julien-Double sein soll. Also come on, in welcher Welt ist das ein Double von Julien? Also ich glaube, John Webber ist entweder blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Aber no front. Naja, leider ist das wohl das geringste Übel am Diss-Track, denn dann fängt John Webber leider an zu rappen. Und flowlich ist das mit einer der größten Katastrophen der Rap-Geschichte. Julien lässt sich von Diego ein paar Parts verfassen, doch das bisschen Geld dafür hat seine Bitch für ein paar Prada-Taschen auf dem Bazar. John Webber rappt quasi 20 Minuten Offbeat. Er versucht in manchen Zeilen viel zu viele Silben reinzupressen, was den Hörgenuss massiv schmälert. John Webber redet oft wirres Zeug und springt zwischen verschiedenen Themen hin und her. Und bei all der Angriffsfläche, die Julien bietet, fiel John Webber nicht viel mehr ein, als zu sagen, dass Julien schwul ist. Naja, das mit der Angriffsfläche stimmt nicht ganz. Johnny disst Julien auch noch mit seinem zerrütteten Elternhaus, aber das puncht irgendwie nicht so wirklich, wenn Julien selbst mit dem Thema offen und extrem humoristisch umgeht. Zudem könnten manche Lines auch von einem Fünfklässler stammen. Nachdem John Webber dann für 5 Minuten über den Beat gestolpert ist und AT obligatorisch perforiert wurde, ging es dann mit Yuri weiter. Hier gehen die meisten Disses ebenfalls ins Leere und dissen zum Teil John Webber selbst. John Webber scheint hier sogar selbst schon müde von seinen eigenen Ergüssen geworden zu sein, denn im Yuri-Part schleichen sich schon die ersten Grammatikfehler ein. Aber tatsächlich hat er im Yuri-Part auch ein paar gute Ansätze. Er sagt zum Beispiel, Yuri, warum rappst du? Das war schon mal die richtige Frage, leider wurde die Frage bloß der falschen Person gestellt. Aber wie gesagt, ein guter Ansatz. Trotzdem gehen die meisten Punches einfach ins Leere. Oh nein, Yuri trägt Secondhand-Klamotten. Oh nein, Yuri geht zur Abendschule. Richtig dumm, sich weiterzubilden, für den Fall, dass es mit der Rap-Karriere nichts wird. Zudem ist der Part viel zu lang, weshalb sich nach diesem Part schon jeder dachte, ich will nicht mehr. Aber es kommt ja noch die Abrechnung mit Sunny. Leider kann ich zu dem Part aber wirklich nicht viel sagen. Leute, glaubt mir, nach 15 Minuten Flow-Massaker hatte mein Gehirn einfach keine Energie mehr, auf die Lyrics zu achten, aber viel kam bei dem Part sowieso nicht rum. Aber dann, auf einmal, geschah das, was alle für unmöglich gehalten haben. Endlich kommen zwei Lines, die perfekt auf dem Takt sind. Und das sind die Einspieler von SpongeBob. Hey, beim JBB, der Gangster schon, der rappt und Kilos tickt. Der erste Videoclip, über Nacht ne Mio-Clip. Also mal ehrlich, wie konnte John Webber sich das fertige Produkt anschauen und sich denken, ja Mann, geil, das Ding wird ihn komplett zerstören. Welcher Producer, welcher Videograf, welcher Statist, welcher Writer oder Kumpel könnte bei so einem Müll gesagt haben, ja Mann, dieser Track macht ihn kalt wie Alaska. Die müssen doch entweder alle auf Sunnys Seite gewesen sein, oder John Webber selbst war Teil des Sunny-Julien-Konstrukts. Vielleicht steckte John Webber ja mit den Zweien einfach unter einer Decke und hat für den Image-Schaden finanziell gut abgesahnt. Wie übermotivierte Konditoren. Hier wurde einfach so viel Potenzial verschenkt. John Webber hatte so viele Insider-Infos und alle drei hatten so viele Angriffsflächen zu bieten. Bis heute bleibt es Fans ein Rätsel, wie sowas abgesegnet werden konnte.
Das Geilste war aber dann, dass San Diego Kollega vorgeworfen hatte, an dem Diss-Track mitgeschrieben zu haben. Naja, in gewisser Weise hat Kollega ja schon mitgeschrieben. Aber was geschah eigentlich nach dem Diss-Track? Julian haute ziemlich kurz nach dem Release die Eierkin-Analyse raus. John Webber hat man hier einen Stempel aufgedrückt, den er bis heute nicht losgeworden ist. Mit Started From The Bottom feierte San Diego dann auch sein lang erwartetes Comeback und das Doppelalbum ging nur nicht auf die 1, weil Bushido in der gleichen Woche Black Friday releaste. Die Payback for San Diego Reihe trug definitiv auch zum Hype der Platten bei. John Webber nahm nach dieser musikalischen Antwort seinen eigenen Diss-Track runter und postete auf Facebook ein Bild mit Sunnys Album. Auf dieses Versöhnungssignal reagierte Sunny allerdings nicht. Er nahm den Eierkind-Diss aber einige Monate später selbst runter, da John Webber private Probleme hatte und Sunny da keinen extra Stress mehr anzetteln wollte. Yuri steht bis heute an Sunnys Seite, doch mit Julian sieht es anders aus. Besonders zwischen Yuri und Julian hat es gekracht, was dann auch in einer Schlägerei vor einer Aldi-Filiale gipfelte. Wie genau es dazu kam, ist aber Thema für ein anderes Video. Leute, bei 4000 Likes ziehe ich mir den gesamten Diss-Track in einer Reaction rein. Julian lässt sich von Diego ein paar Parts verfassen, doch das bisschen Geld dafür seine Bitch.